Hallöchen, heute bin ich mal aus einer ganz anderen Perspektive, aber heute musst du ja nicht mich sehen, sondern meinen Grundriss. Denn wir werden heute ein ganz bestimmtes Thema haben, und zwar, wie bestimme ich die Mitte? Und da sind ja viele Fragen immer aufgekommen. Wie kann ich jetzt die Mitte bestimmen? Wie mache ich das mit dem Lot? Und da will ich mit dir einfach mal ein bisschen was zeigen. Also, du wirst jetzt meinen Kopf vielleicht nicht so sehr sehen, aber du wirst auf jeden Fall meinen Plan sehen, meinen Grundriss, und den bearbeiten wir jetzt gemeinsam. So, als allererstes brauchst du ein Lineal, einen Stift, am besten Bleistift. Ich arbeite sonst mit Bleistift, damit du das besser sehen kannst, bin ich heute mit der roten Farbe dabei, und eine Scheibe. Ich habe jetzt hier eine von der Stine geschenkt bekommen, und ja, die ist ganz gut, die kann man sich auch bestellen. Da kannst du ganz klar deinen Grundriss und deine Torte auflegen. So, jetzt als allererstes, was muss ich jetzt machen? Du siehst, ich habe schon ein bisschen einen schwierigeren Grundriss mir ausgewählt. Also da steht Norden, und man sieht ja auch, es fehlt eine kleine Ecke. Und diese kleine Ecke müssen wir bei der Bestimmung der Mitte natürlich mit integrieren. Also als allererstes versuchst du ein Quadrat zu zeichnen oder ein Rechteck, auf jeden Fall irgendwas mit vier Ecken. Manchmal ist es nicht so einfach, denn wenn der Grundriss sehr, sehr unförmig ist, dann kann es sein, dass sehr, sehr viel außerhalb ist, aber natürlich auch ein großer Teil innen ist. Also schauen wir uns das mal gemeinsam an und arbeiten gemeinsam die Mitte aus. Du nimmst deinen Stift und zeichnest natürlich alles bis es vier Ecken gibt, sage ich immer, oder beziehungsweise ein Quadrat oder Rechteck wird. So, das geht ganz einfach. Also du siehst, auch hier ist eine ganz kleine Ecke. Diese Ecke hier ist eigentlich gar nicht vorhanden. Das heißt, die muss ich aber trotzdem mit integrieren. Ne? Also alles, was einen Cheetah-flossenen Bereich hat. Also das ist jetzt alles ein Cheetah-flossener Bereich. Es ist quadratisch oder beziehungsweise ein bisschen rechteckig. Ja, wir haben diese Ecke sozusagen außerhalb des Hauses, aber wir müssen sie im Grundriss mit integrieren. Und dann ist es ganz einfach. Schau mal, du nimmst von einer Ecke zur anderen Ecke einfach dein Lineal und machst ein wunderbares kleines Strichlein. Also am besten keinen ganzen Strich. Wenn du einen ganzen Strich zeichnest, dann kommst du später durcheinander, wenn du noch deine Torte auflegst. Dann hast du einfach zu viele, ja, Punkte oder viel zu viele Striche, und die brauchst du ja nicht. Also wirklich nur ein kleines Kreuzchen machen. So, dann nehmen wir noch die zweite Ecke. Zack, zack, zack. Geht ja ganz einfach. Und dann habe ich schon ein wunderbares Kreuz und die Mitte. So, jetzt geht es eigentlich ganz einfach. Ich habe dann diese Torte. Ich muss natürlich ganz genau wissen, wie viel Grad habe ich. Also den Nordpfeil, der jetzt hier angezeichnet ist, den traue ich immer nicht so sehr, sondern ich brauche dann schon meinen Feng Shui-Kompass oder beziehungsweise einen Kompass, wo ich die Gradzahl habe, und da kann ich dann ganz genau das bestimmen. Also das bedeutet, ich habe jetzt hier zum Beispiel 2 oder 3 Grad und lege die Torte ganz genau auf. Und jetzt, klar, kann ich natürlich die einzelnen Felder bezeichnen. So, ich habe das schon mal hier vorgemacht. Und zwar nehme ich jetzt genau diesen Grundriss. Ihr seht, du siehst jetzt, also hier hast du deine 8 Felder. Das sieht dann so aus. Wichtig jetzt, wenn du weiterarbeitest, bitte schreibe alle Richtungen drauf. Also das heißt, hier kommt der Süden, hier kommt der Westen, hier kommt der Osten, hier kommt der Nordosten, hier kommt der Nordwesten, hier kommt der Südwesten und hier kommt der Südosten. Also bitte wirklich alle Himmelsrichtungen dazu schreiben. Dann kannst du dir viel, viel einfacher die Werte später übertragen. So, und dann geht es wieder ab. Du nimmst wieder ein Lineal, am besten eigentlich ein Geodreieck. Ich habe jetzt keins hier. Und dann gehst du von der Mitte und ziehst eigentlich ein Lot. Also ich ziehe jetzt mal das Lot, aber normalerweise zeichnest du das ja nicht ein. So. Genau. Und hier müsst ihr eigentlich immer, sagen wir mal zum Beispiel, das muss ich hier hoch schreiben. Hier ist natürlich das Lot, also hier wären die 2 Grad. Genau. Und das heißt, überall, wo ich hier jetzt stehen würde, wären 2 Grad. Ja, manchmal natürlich ein bisschen unterschiedlich.
Es kann, wenn du in der Tür misst, 2 Grad sein, wenn es einen Meter weg bist, vielleicht 3, vielleicht 4 Grad. Aber es sollte immer in den gleichen Berg sein oder in den gleichen Sektor. So, genau. Du hast überall, wo du eigentlich hier stehst, immer die gleiche Richtung. Also ganz simpel. Also wenn du die Torte auflegst, musst du eigentlich nur die Mitte wissen. Dann fällst du ein Lot und genau die Gradzahl, die du da gemessen hast bei dir an der Tür, die 2 Grad, die musst du dann hier zack einmessen und dann ist es schon soweit und dann auftragen. Es könnte jetzt zum Beispiel sein, dass deine Tür, wir haben ja die Tür ein bisschen rechts, aber es könnte ja sein, dass deine Tür sehr auf der Seite sitzt. Also sagen wir mal zum Beispiel hier, na, dass deine Tür jetzt hier auf der Seite ist. Hier. Ja, dann hast du hier gemessen, sagen wir 2 Grad. Hast du hier gemessen. Also 2 Grad, indem du aus der Tür herausgeblickt hast, soll ja nur ein Beispiel sein. Dann müsste ja überall eigentlich 2 Grad sein. Logischerweise, gell? Überall, zack, 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 müsste das sein. Und jetzt, wenn du jetzt die Torte auflegst, ist einfach nur entscheidend. Du legst die Torte auf, du fällst ein Lot hier nach unten, zack, ja. Und dann ist genau in diesem Lot sozusagen diese 2 Grad, so, jetzt wieder die 2 Grad, die nimmst du, zack, misst du das auf und jetzt hast du deine Torte. Ja. Also du gehst immer von der Mitte aus, fällst ein Lot und dann musst du diesen Messpunkt, den du vorher schon gemessen hast, anbringen. Naja, jetzt hoffe ich doch, dass du mich gut verstanden hast, wie ich das gemeint habe, aber teste das mal aus, das geht eigentlich ganz einfach. Und vergesse nicht, alle Himmelsrichtungen dazu zu schreiben. Das hilft dir bei deiner Arbeit. Tschüss, aus der ganz anderen Perspektive.